sagst du? Du bist ja ganz süß und so, aber ich bin auf der Suche nach meinem Prinzen. Und wer sagt mir, dass du kein Frosch bist? Thank you.
sind Sie sicher? Kein Fehler der Gerichtsmedizin. Ja, Kommissar, es gibt keinen Zweifel. Das kann doch nicht sein. Eine Leiche verschwindet doch nicht einfach so. Konnten Sie wenigstens die Todesursache feststellen? Die Gerichtsmedizin hat in ihrem Bericht etwas von Flüssigkeitsverlust geschrieben. Flüssigkeitsverlust? Obwohl Sie in der Badewanne lag. Komisch. Haben Sie sonst noch irgendwelche Informationen für mich? Ja, ich habe ein bisschen in den Vergangenheiten unserer Verdächtigen herumgeschnüffelt und herausgefunden, dass Lady Winchports Assistentin und der Assistent von Professor Archer gemeinsam das College besucht haben. Und nicht nur das, sie waren auch gemeinsam in einer Protestbewegung, die sich gegen die Upper Class aussprach. Interessant. Ich werde mir die beiden gleich noch einmal vorknöpfen. Lester? Ja, Sir? Wo finde ich Mr. Nerd? Er müsste in der Bibliothek sein. Danke. Wo finde ich die Bibliothek? Im Salon, die zweite Tür links. Dann die Treppen hinauf in den ersten Stock, den Gang entlang und die vierte Tür rechts. Was haben Sie eigentlich in der Bibliothek zu suchen?
wollte mir ein Buch ausleihen. Reden Sie keinen Unsinn. Wir wissen, dass Sie Mr. Nerd gekannt haben. Was? Woher wissen Sie das? Ich habe eine Nachricht von Rich erhalten, dass er mich hier von den Dienern noch treffen möchte, um über alte Zeiten zu plaudern. Zum Plaudern! Entspricht es der Wahrheit, dass Sie und Mr. Nerd gemeinsam in Jugendjahren gegen wohlhabende Menschen der Oberschicht protestiert haben? Ja, aber wir waren damals jung und wir wussten es nicht besser. Maggie, ist es nicht eher so, dass Sie sich bei Lady Rich von Anstellen haben lassen, um sie dann gemeinsam mit Mr. Nerd um die Ecke zu bringen? Wir haben ein Testament gefunden, die begünstigt wäre sie. Sie wollten wohl das Geld nicht teilen und so musst du auch Mr. Nerd dran glauben. Nein, das stimmt nicht. Ich... Rich, er war so fleißig und wissbegierig, sagen Sie,
wo ist eigentlich Lord Flederzwang? Ich habe ihn während unseres ganzen Aufenthaltes noch nicht zu Gesicht bekommen. Ja, genau. Wo ist der Kerl? Ich habe mir doch extra ein neues Kleid gekauft. Lord Flederzahn wird Sie früher begrüßen, als Ihnen lieb ist. Genießen Sie erstmal das Menü unseres Kochs. Schauderhaftes in der Luft.
Schau.